Heute sprechen wir wieder über das nächste Hauptset, was wir bald erwarten können. Das kommt bei uns am 27.07. raus, ist also gar nicht mehr so lange hin und das Set heißt Duelist Nexus. Das ist wieder eins dieser Duelist Sets. Das bekommen wir alle 3 Jahre eigentlich, um eine neue Generation von Karten einzuführen. Normalerweise zum neuen Anime, den wir nicht bekommen haben, deswegen sehr interessant. Aber da haben wir sehr viele interessante Karten drin und wir gucken uns einmal ganz kurz die Setliste an. Wir wissen von dem Set aktuell so knapp 80, 83 Karten, noch nicht die TCG Exclusives, aber die kommen logischerweise noch. Gucken wir uns einmal ganz kurz das Set selber an. Hier sind einmal ganz kurz alle Karten einmal aufgelistet, die wir jetzt hier so haben. Wie ihr seht, sind alle Karten so drin. Wir werden ja mal über verschiedene Karten reden heute. Das hier ist eine Quarter Century Secret Rare, die nicht wirklich relevant ist. Über die Karte werden wir auf jeden Fall sprechen, denn die ist super relevant. Das wird die erste Karte sein. Wir kriegen einen neuen Typen von Monstern. Wir kriegen Illusionists. Was genau das ist, werde ich gleich drüber sprechen, wenn wir einmal über diese Karte hier reden, denn über die werde ich ein bisschen genauer sprechen. Ich will nicht alle Karten davon erwähnen, aber ich werde auf jeden Fall drüber sprechen. Dann bekommen wir Dino-Support, wir bekommen Altergeist-Support, wir kriegen Manadium-Support, wir kriegen neue Pyromonster und neben Luria-Karten, die wir uns nicht genau angucken, weil die nicht super relevant sind, Evosa-Karten, wir kriegen ein paar andere Karten, die wirklich ziemlich gut sind, wir kriegen so ein random Feuermonster, möchte ich kurz einmal drüber sprechen. Und wir kriegen hier ein paar Fusion-Monster, die zum Markt dazugehören. Über die werden wir nicht sprechen, weil die mit dem Ding zusammengehören. Aber wir werden über das Fusion-Monster einmal zu reden. Wir werden über die neuen Synchro-Monster sprechen, denn die sind gut. Dann werden wir logischerweise einmal über die Karte sprechen. Die ist spannend, ist so ein Packfiller, aber ist ganz cool eigentlich. Und wir werden auch ein bisschen über die XC-Monster reden, denn die sind auch ziemlich gut. Die Link-Monster sind jetzt nicht super relevant, außer das hier. Da sprechen wir auch gleich drüber. Die Zauberkarten selber sind jetzt nicht so krass. Wir werden einmal über die Karte hier sprechen und einmal über die Karte, denn die finde ich auch sehr, sehr interessant. Und bei den Fallenkarten ist die Karte hier ganz spannend. Jetzt, wo ich gesagt habe, wir sprechen drüber, sprechen wir doch mal über die Karten. Und die erste Karte ist einmal Revolution Synchron. Diese Karte ist super. Wir lesen einmal ganz kurz den Effekt durch, damit ihr einfach versteht, worum es bei dieser Karte geht. If you Synchro Summon a Power Tool Synchro Monster or a Level 7 or 8 Dragon Synchro Monster. This card in your hand can be used as material. Das Ding ist ein Level 3 Tuner Monster. Heißt immer, wenn ihr ein 5er oder ein 4er Monster aufs Feld kriegt, könnt ihr mit dem Ding so ein Synchronmonster beschwören. Von der Hand, was ziemlich gut ist. Das klappt logischerweise in einem Spielzug, aber der andere Effekt. If this card is in your graveyard and you control a Level 7 or higher Synchro Monster, you can send the top card of your deck to the graveyard and if you do, special summon this card. Diese Karte zu einem Level 1 Monster. Das heißt, ihr könnt mit dem Ding hochsynchron auf ein Level 8er Synchromonster, den wieder zurück specialen und dann noch eine Synchronbeschwörung machen. Entweder mit dem Monster, was ich gerade geholt habe, entweder auf ein 8er oder auf ein 9er hoch, oder ihr könnt den für ein anderes Ding benutzen. Und das Ding ist super gut, denn ihr bekommt es selber in den Friedhof und dann könnt ihr es vom Friedhof wieder selber speziell beschwören, indem ihr eine Karte weglegt. Das ist ein bisschen so wie Glow Bulb, nur dass das Ding direkt von vornherein ein Once-per-Duel-Effekt ist. Das war bei Glow-Up ja damals nicht so. Die Karte ist direkt Once-per-Duel. Ist eine sehr gute Karte, wird wahrscheinlich auch mit einer der teuersten und besten Karten aus dem Set sein. Wir werden sehen, was passiert, aber das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Karte für Synchro-Decks. Dann haben wir einmal den Mirror Sword Knight und das ist einmal, wie ihr seht, ein Illusion-Monster, also ein Illusionist. Ist der neue Kartentyp, den wir jetzt haben, ein neuer Monster-Typ. Und die Karte sagt einfach nur, Monster kann nicht zerstört werden. Mit Kämpfen, in denen die Karte beteiligt ist, vollkommen ups. Once per turn, Quick Effect. You can tribute this card. Special summon one monster that mentions Chimera Fusion from your deck, except Mirror Sword Knight. When your opponent activates a monster effect on the field and if you control it. Chimera, the flying mystical beast, you can banish this card from your field or graveyard, negate this effect. Das heißt, wir haben ein Retrain von der mystischen Chimera, das nie eine gute Karte war, aber eine Yugi-Karte war. Aber jetzt haben wir quasi mit dem Ding die Illusion-Monster so ein bisschen mit dem Chimera-Ding vermischt. Das sind die ersten Karten, die dazu gekommen sind. Wir werden sehen, wie weit das kommt. Das ist das erste Mal seit 6 Jahren, dass wir einen neuen Monster-Typen bekommen haben, denn Cybus war der letzte 2017. Und ich bin mal gespannt, womit Konami damit gehen wird. Wir werden es ja erleben. Ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht, diese Interaktion zwischen verschiedenen Karten. Also passt auf jeden Fall auf, das wird aufkommen, dass das auf Locus wahrscheinlich antrifft. Weil das gar nicht so ein Kackdeck ist. Dann haben wir einmal King Rex the Twin-Headed Dragon. Ist ein bisschen Dino-Support. Auch wenn der Dragon heißt, ist ein Dino. Geht so ein bisschen auf King Rex, das zweiköpfige Monster, was 1-6 hat. Der ist jetzt ein höheres Level, der ist Level 6. Und ihr könnt hier spezial beschwören, wenn ihr keine Monster auf dem Feld habt.
Und wenn diese Karte mal spezial schon wird, du kannst einmal so auf dem Spiel wählen, was weniger Decke hat als alle Dinos, die kontrolliert und das zerstören. Das ist jetzt keine krass gute Karte, aber sie ist nicht schlecht. Und nicht schlecht ist für Dinos immer okay, denn kann sein, dass es relevant wird, denn wenn wir ein Tuner-Monster mit 4 haben und der ist ein Level 6 Monster, bekommen wir halt eine Baroness aufs Feld. Relativ einfach. Dann haben wir hier einmal unseren Altergeist-Support. Nicht den Support, den wir uns gewünscht haben. Nichtsdestotrotz ist der Support selber, den wir in diesem Set bekommen, ziemlich gut. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Combo-lastiges Deck als ein Control-Deck, aber wir können damit halt im First Turn mehr Sachen machen. Maulwisp ist auch ein geiler Name, by the way. Ist eine Karte, die, wenn die auf die Hand geaddet wird, die sich selber spezial beschwören kann, was ein sehr guter Effekt ist, weil ihr könnt ja mit Protokoll Karten adden, dann könnt ihr sie spezial beschwören. Wenn diese Karte normal spezial beschworen wird, kannst du ein anderes Monster in deinem Friedhof wählen und das kann dann gespecialt werden. Das kann aber in dieser Runde den Effekt nicht aktivieren. Wichtig ist, wenn ihr damit Meluseek aus dem Grave zurückholt, rein von Wuling her, und es geht in den Friedhof, ist die Karte im Friedhof eine andere Kopie. Das heißt, ihr könnt Meluseek auf jeden Fall triggern. Sachen wie Silk oder Multifaker würde nicht funktionieren. Zumindest müsste es so sein. Ansonsten falsch der Falschige, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Dann haben wir hier ein neues Manadio-Monster. Wieder eine Kugel, diesmal ist das Ding Feuer. Wieder eine Fee logischerweise. Und wenn Visa Starforce auf dem Feld ist, können wir Spezial beschwören oder Monster mit 1500, 2100. Haben wir schon mal gesehen. Und wenn die Karte zerstört wird, können wir halt Manadium-Tuner vom Deck Spezial beschwören. Was ziemlich gut ist, weil die nicht sich selber beschwören muss. Ich kann theoretisch auch anders von den Manadium-Tunern Spezial beschwören, was halt ziemlich gut ist. Falls euch das Video bis hierhin übrigens gefällt, lasst mir gerne mal ein Like dafür das Video, weil ich bringe die jedes Mal zu jedem neuen Set, was wir kriegen, damit wir einfach informiert sind, was in den Sets halt rauskommt, damit wir uns die interessantesten Karten mal so rauspicken können. Also liken, weiter geht's. Dann haben wir einmal Evolsor Rios. Das ist eine Karte, die finde ich sehr interessant. Ich meine, Evolsor ist kein gutes Deckthema, aber die Karte ist gar nicht so bad. Wenn die Karte normal spezial schon wird, kannst du eine Bridge oder Singularity setzen. Das sind Fallen. Karten, glaube ich, beides. Und die kann euch auch noch helfen, damit ihr halt XC-Monster baut, wenn die halt quasi ein spezialbeschwörendes Feuermonster im Feld kontrolliert. Dann kann die halt ein Monster senden und dann können die Level matchen, was ziemlich gut sein kann. Ist an sich nicht die krasseste Karte, aber es ist eine gute Karte für das Themendeck. Nur das Themendeck selber ist halt nicht so gut. Dann habe ich einmal stellvertretend für den ganzen neuen Unchained Support einmal Soul Siyama hier drin. Die hilft euch dabei, eure eigene Karte zu zerstören, damit ihr weitere Monster beschwören könnt. Und das ist erstmal optisch eine sehr coole Karte und der Effekt ist halt richtig gut. You can target one card you control, destroy it. Then you can destroy one spell trap on the field. Also ihr könnt mit einer Karte zwei Karten zerstören, was für das Deckthema ziemlich gut ist. If this card is in your graveyard, you can target one fiend monster or one set card you control, destroy it. And if you do, special summon this card, a place on the bottom of the deck when it leaves the field. Das ist cool, weil die Karte, wenn die halt vom Feld runtergeht, nicht in den Benchpack geht, sondern wirklich ins Deck zurück und damit können wir die wieder adden mit anderen Effekten oder aus dem Deck spezial beschwören mit anderen Effekten. Das ist eine der einzigen Unchained-Karten, die keinen Effekt hat, wenn die halt zerstört wird. Was aber okay ist, weil die ermöglicht dem Deck halt so viele Möglichkeiten. Die Karte wollte ich auch nochmal wegen der Nostalgie her erwähnen. Thessalos the Shadow Firestorm Monarch. Diese Karte kann ein tributbeschworenes Monster von euch tributieren und ein Monster vom Gegner und dann triggert die mehrere Effekte. Die Karte ist halt nicht gut, aber sie ist cool. Deswegen wollte ich sie aber ganz kurz in diesem Video erwähnen, damit ihr wisst, diese Karten existieren und werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten mehr solcher Karten sehen. Das gleiche gilt übrigens für Behemoth, The King of All Wars. Das ist eine Karte, es gibt eine alte Karte, die heißt Behemoth, König aller Bestien. Für alle, die es nicht wissen, das ist das Ding hier, was auf allen immer so gepuncht wird. Das hier. Und ja, das ist eine coole Karte gewesen damals. Die Karte ist nicht gut, aber ich fand es cool, dass sie das halt als Retraining gemacht haben. Ich finde es cool, dass sie das als Retrain gemacht haben. Denn der Effekt selber ist jetzt nicht kacke. Wird wahrscheinlich aber ein Common sein, weil die ist aber nicht gut. Und dann wollte ich doch einmal diese Karte highlighten, denn die wird garantiert auch ein Common Packfeller sein. Aber ich finde die an sich interessant. If this card is added to your hand, except by drawing it, you can special summon it. Once per turn, obviously. Einmal pro Kette. Bis zu dreimal pro Spielzug. If a monster is sent to the graveyard, you can increase or reduce this card's level by 1. Das Ding ist ein Fängermonster, was sich selber specialen kann und seine eigenen Level manipulieren kann. Wir werden demnächst eine Karte bekommen, die Pyromonster adden kann. Das Ding ist ein Pyromonster. Das könnte interessant werden. Ich sage nur, das wird eine Bulk-Kammern sein. Guckt euch die mal ein bisschen genauer an, denn ihr könnt ihr verschiedene Decks, wenn ihr halt irgendwas spielen möchtet, was so in diese Richtung geht,
spannend sein. Das gleiche gilt für diese Karte hier, die wird auch ein random Pickfiller sein, aber ich finde die von der Idee ja ziemlich cool. Den habe ich so ein bisschen an diesen komischen Mönch, den wir bekommen haben, irgend so ein Waschbär-Ding, weil die auch ein Level 1 Monster war und auch in so einem komischen roten Pavillon gewesen ist. Aber die Karte ist ziemlich cool, denn während deiner Mainphase, du kannst eine dieser Effekte aktivieren. Du kannst diese Karte stören, eine Karte ziehen. Du kannst eine Karte abwerfen, eine Karte ziehen. Du kannst eine Karte ziehen während deiner Endphase. Das ist eine coole Karte. Die ist jetzt zwar nicht unbedingt unglaublich gut, aber ich glaube, das größte Problem davon ist, die aufs Feld zu bekommen. Denn den Normal Summon zu wasten für einen Draw One ist jetzt im heutigen Yu-Gi-Oh! Nicht unbedingt das Beste. Aber die hat halt Möglichkeiten. Die zu zerstören kann Effekte triggern, also eine Karte ist ziemlich gut. Eine Karte abzuwerfen, das ist übrigens für Effekte und nicht für Kosten. Und eine Karte zu ziehen kann sehr gut sein. Und in der Endphase einfach plus 1 zu bekommen, ist jetzt auch nicht so schlecht. Das heißt, wenn ihr halt ein Level 3 Monster, was Feuer ist und Winged Beast in euer Deck integrieren könnt, und ihr kriegt die irgendwie sinnvoll aufs Feld, ist das eine sehr coole Karte. Ich sage jetzt nicht, dass die Karte unglaublich gut ist, aber ich sage, die ist interessant. Und für einen random Packfiller ist das eine coole Karte. Und hier, das ist eine der erstmal optisch coolsten Karten, die ich lange gesehen habe. Aber das ist ein Runic Monster. Wir kriegen Runic Support in diesem Set. Das ist ein Level 9 Monster übrigens. Das heißt, jedes Runic Deck kriegt jetzt Access zu Level 9 Monstern, was ich sehr wild finde. Was diese Karte für einen Effekt hat, ist relativ cool. During your main phase or your opponent's battle phase, quick effect. You can target one face-up monster they control, banish it, and discard until the end phase. Das heißt, das ist eine Runic Monsterkarte, die generische Karten removen kann und sich selber, damit ihr weiter Runic Monster beschwören könnt, was ziemlich cool ist. If your opponent adds a card from the deck to the hand, you can special summon one Runic Token, Level 4, 15, 15, in Attack Position. Diese Karte gibt euch also Buddies aufs Feld, was ziemlich gut ist, und die kann sich selber removen und halt generische Karten removen. Leider, im Vergleich zu den anderen Karten, ist das Ding once per turn. Wäre natürlich krass, wenn das nicht once per turn wäre, aber das ist eine once per turn Karte. Aber die gibt so viele Möglichkeiten mit so vielen verschiedenen Decks, weil Level 9 ist auch so ein Level, was relativ easy zu erreichen ist. Es wird garantiert ein paar von diesen Synchro-Decks geben, die auf das Ding zurückgreifen werden, also Runic-Synchro-Varianten. Denn du kannst mit dem Monster, was wir gerade am Anfang vom Video gesehen haben, ja ein Level 1 Tuner-Monster zurück aufs Feld klatschen. Das ist Level 9, das sind Level 10. Level 10 ist Baroness. Und Baroness ist eine gute Karte. Oder Chaos Engel, auch eine ganz okay Karte. Oder Disparta meinetwegen. Ich mag die Karte. Ich finde, das ist ein cooles Kartendesign. Ich finde das gut. Da haben wir einmal Magnum the Revealer. Ich finde das Artwork ziemlich verstörend, aber ist irgendwie cool. Ne? Aber die Karte selber ist an sich ganz cool. Du kannst eine Promotion oder Fusionsspell in deinem Friedhof wählen, kannst sie unter das Deck legen und dann kannst du eine Karte ziehen, was erstmal ein solider Effekt ist. When another card's effect is activated, quick effect, you can banish one poly spell or fusion spell in your graveyard, then target one card in the field, destroy it. Ist jetzt nicht die beste Karte, aber die braucht ein Spezialbeschwörungsmonster vom Extra-Deck und ein Monster in der Hand. Ist also nicht so schwer zu machen. Ich glaube, die ist in vielen Decks einigermaßen sinnvoll baubar. Also finde ich eine sehr coole Karte. Der Crimson Dragon. Wahrscheinlich eine der beliebtesten Karten aus dem Set. Nicht nur, weil es eine Nostalgia-Karte ist, weil ja, ne, 5Ds, Crimson Dragon, das ist halt das Monster, was Tolkien immer sein wollte. Sondern die ist generisch einfach ziemlich gut. Wir lesen mal ganz kurz durch, was die Karte tut, damit wir verstehen, was die Karte überhaupt machen soll. If this card is Special Summoned, das ist übrigens ganz wichtig, Special Summoned, you can add one spell trap that mentions Crimson Dragon from your deck to your hand. Ist erstmal okay. Ne? Es gibt mehrere Karten, die Karten erwähnen. Es gibt nämlich drei neue Karten und damit können wir ein paar andere Karten suchen, was ziemlich gut ist. Der andere Effekt ist Quick Effect. You can target one level 7 or higher Synchro Monster on the field, except Crimson Dragon. Return this card to the extra deck and if you do, special summon one Dragon Synchro Monster of the same level from your extra deck. Wisst ihr, wie viele Level 12 Drachen- und Synchro-Monster es gibt, die wir als Quick-Effekt in der gegnerischen Runde damit beschwören können? Ich zeige euch mal eins. Das ist ein Drachen-Synchro-Monster. Level 12. Der sagt, wenn die Karte Synchro beschworen wird, dass der Gegner für den Rest der Runde keine Effekte mehr aktivieren kann. Aber es könnte auch Karten vom Gegner wählen. Und es sollte ziemlich einfach sein, ein Level 12 Synchro-Monster aufs Feld zu kriegen. Denn ihr könnt theoretisch auch einen Zollkin machen und den weglegen, weil er gilt ja immer als Level 12. Ich halte das übrigens für problematisch. Ich glaube, das wird ein Problem. Denn die Karte in der gegnerischen Runde aufs Feld zu kriegen, schreit nach
Oh mein Gott, mach das nicht. Wir werden sehen, was passiert. Ich finde es eine sehr coole Karte. Nicht für den Grund, sondern für den generellen anderen Grund, dass ihr damit halt generisch halt Synchromonster swappen könnt und Effekte dodgen könnt. Dann haben wir einmal Visas Amrithara. Eine Karte für das Visa Starfrost Deckthema im Manadium könnt ihr die spielen, logischerweise. Discard Names becomes Visa Starfrost while in Monster Zone. Das heißt, ihr könnt auch die ganzen kleinen Manadium Monster spezial beschwören, wenn ihr das Ding auf dem Feld habt. Das ist schon mal ziemlich gut. Du kannst jeden der folgenden Effekte am Spiel benutzen. Okay, cool. If this card is Synchro Summoned, you can add one Spell Trap that mentions Visa Starfrost from your deck to your hand. Das ist, by the way, jede Field Spell der letzten Monate, die Visas in Kartentext erwähnt. Das ist also ziemlich gut. During your main phase, you can destroy one monster you control and also for the rest of this turn, all Synchro Monsters you control will gain 800 Attack. Das Zerstören von den Monstern ist ziemlich gut, denn ihr könnt damit halt die kleinen Bälle zerstören, die Specials aus dem Deck. Ist halt einfach eine gute Karte. Dann haben wir einmal Evolza Ras. Die ist im Endeffekt genau wie eine Imperm oder wie King Calamity, wie das Ding heißt, oder der glühende Erste in der Welt, der halt eine Karte auf dem Feld wählt und die negiert. Ist also für Rang 6 Decks, weil das Ding generisch ist, eine ziemlich gute Karte. Also haltet euer Auge offen, wenn ihr das bauen könnt, besorgt euch die, wenn die nicht so teuer sein wird. Dann haben wir einmal hier Ex-Poly Noir. Das Ding, was Poly wahrscheinlich wieder ins Meta katapultieren wird. Wir gucken mal. Once per turn, you can discard one card, then target one card your opponent controls, or up to two if this card has Poly Sleep in Memory as Material, return it to the hand. Das ist erstmal ein guter Effekt. Up to thrice per turn, when you activate a Poly Quick Spell, Quick Effect, you can attach that card dahin. Erstmal ist das ein Monster, was Sleep Memory erwähnt, das heißt, das ist ziemlich gut. Und, was ich gerade nicht gelesen habe, weil das der wichtige Teil ist, you can attach on field to this card as material, then you can set one Poly Trap directly from your deck. Und es gibt eine Trap, die sagt, wenig Sea-Monster, Special 1, im höheren Rang oben drauf, damit kriegt ihr halt Noir. Und wir wissen ja, Noir ist eine ziemlich gute Karte. Dann haben wir einmal ganz kurz das Ding hier. Ich wollte es nochmal ganz kurz erwähnen, die Karte ist nicht sonderlich gut, aber ich finde sie irgendwie cool. Die ist generisch baubar und wenn der Gegner Trap oder Monster Effect aktiviert, könnt ihr einen Spell Counter auf die Karte legen und die hat Ignition Effekt, dass ihr drei Spell Counter von dieser Karte weglegen könnt und könnt entweder eine Spell oder ein Spellcaster Effekt Monster von einem Deck adden. Die kann jedes Spell adden. Kann sich selber auch durch Zerstörung beschützen, was auch ziemlich gut ist. Die hat 3000 ATK, das ist also eine ziemlich gute Karte. Es gibt eine Karte, die heißt Zitadelle von Endymion. Die Karte können wir benutzen, um Spellcounter zu generieren und das von der weglegen. Das heißt, wir können die auch in unserem ersten Zug aktivieren. Ich weiß nicht, welche Karte wir damit adden würden. Aber die kann jedes Spell im Game suchen. Das halten wir erstmal so fest, dass das möglich ist mit dieser Karte. Haben wir einmal Emperor Charles the Great. Das ist ein Link 1 Monster, was einen Level 9 Infernomenite Emperor Charles equipped mit einer Equip Spell Karte braucht. Das ist ein Spell Trap Negate, die once per copy ist. Macht mit dieser Information, was ihr wollt. Dann aber eine Zauberkarte, die wieder Dino Support ist. Die ich gelesen habe, dachte ich mir so, die Karte ist eigentlich gar nicht so geil. Und dann dachte ich mir, ah doch, die ist eigentlich doch ziemlich geil. Denn Dino-Monster, die du kontrollierst, kriegen 300 ATK. Buhu, nicht so dramatisch. You can normal summon level 5 or higher Dinosaur-Monster without tributing. Das heißt, egal wie viele Normal-Summons wir haben, wir können die immer normal beschwören. Das sagt jetzt nicht, du kannst einmal eins normal beschwören. Du kannst so viel normal beschwören, wie du willst. Also wenn du eine Karte aktivierst, die dir mehrere Normal-Summons gibt, kannst du mit dem die alle normal beschwören. Was ich ziemlich cool finde. Wird es ja keiner machen, aber es wäre eine Möglichkeit. Der Effekt, der wirklich wichtig ist, you can send one dinosaur monster from your hand or face up on the field to the graveyard, add one dino monster mit 1200 death from your deck to your hand. Es gibt nicht super krass viele Karten, die man damit adden kann, weil es eine Karte, die uns ein Dino in den Grave kriegt und ein Monster aus dem Deck adden kann. Das ist generell nie eine schlechte Karte und wenn es dafür mehr Targets gibt, wird die Karte sicherlich auch relevant. Ich wollte einfach mal erwähnt haben, weil ich finde die sehr neat und ich finde cool, dass Dinos Support bekommen, der so semi-cool ist, ne, dass man halt vielleicht mal damit probieren kann. Ich finde die Karte cool. Ja, dann über die Karte, über die wird jetzt Gott und die Welt reden, weil Emergency, ne, ist immer eine Rescue-S-Karte, surprisingly. Special Summon 1, Rescue-S-Monster from your deck in Defense Position. Then, tribute 1 Rescue-S-Monster from your hand or field
During your main phase, you can banish this card from your graveyard and target from rescue is trap in your graveyard, set it. Du kannst jeden dieser Effekte nur einmal pro Spielzug benutzen. Diese Karte lässt uns Sachen wie Imperm, wie Wähler dodgen und wir können damit halt auch den Hydranten aus dem Deck specialen. Das ist gut, weil wir damit halt extra Effekte triggern können. Und das ist eine gute Karte. Die wird auf jeden Fall Rescue Ace spielbar machen. Vielleicht sogar ein Competitive Deck machen, je nachdem was die Banlist sagt, aber die Karte ist auf jeden Fall ziemlich cool. Nicht nur vom Namen her, von der Optik her ist sie unglaublich cool. Und damit kriegen wir einen Feuerwehr-Archetype in der Meta-Relevanz. Ist doch auch cool. Nächste Karte ist auch super scary irgendwie. Denn Dark Corridor sagt, add one Dark World Monster from your deck to the hand. Then discard one card. Das ist nicht die beste Karte, die ich jemals gesehen habe, aber als Starterkarte für das Deckthema ist die unglaublich gut. Denn du hast oft das Problem in einem Deck, dass du erst die Karten discarden musst, damit du Effekte triggern kannst. Das Ding startet das automatisch. Denn du aktivierst die Karte, addest dir ein Dark-Monster und du kannst dir sogar das Monster discarden, was du gerade geaddet hast, und dann triggert das wieder einen Effekt. Das ist eine gute Karte für das Deckthema. Ich weiß nicht, wie relevant das wird, aber ich glaube, das ist eine unglaublich gute Karte. Ich weiß nicht, ob man die dreimal spielen würde, weil die halt once per turn ist. Und wenn du halt da reinziehst, ist es halt ein bisschen Aber ich glaube, dass es eine sehr gute Karte ist. Dann haben wir einmal Tainted Treasure of Treason Snake Eye. Das Artwork ist sehr verstörend, wenn ihr mich fragt. Das sieht ein bisschen aus wie Saurons Auge als Ball. Aber die Karte ist sehr, sehr cool. Ist wieder ein Removal Spell, die nicht wirklich Sachen removed. Aber ich finde das ein super interessantes Removal. Denn die sagt quasi, Target one face-up monster on the field. Place it face up in its owner's spell trap zone as a continuous spell. Das war's. Die wählt, die zerstört nicht, die banisht nicht, die legt nicht ins Deck zurück, die macht nichts davon. Die legt ihr einfach in die spell trap zone. Ich finde, das ist ein super interessanter Effekt, um halt Monster vom Feld zu removen, ohne die wirklich vom Feld zu removen. Finde ich irgendwie cool. Wir haben einmal Fusion, Armaments, ein bisschen wie Ready Fusion, nur ein bisschen schlechter, besser. Die Karte sagt, du kannst ein Fusionsmonster vorzeigen. Dann kannst du eins von den Materialien aus deinem Exodeck oder vom Pito aus Feld spezial beschwören. Logischerweise wird das mehr dafür benutzt, das aus dem Exodeck spezial zu beschwören. Aber es ist eine sehr coole Karte. Das ist, ich glaube, eine Ultra-Rare. Ja, ist eine Ultra-Rare. Also relativ einfach zu kriegen. Dann haben wir einmal Duelist Genesis. If you have a Juno on the field or in your graveyard, was bei dem Deck eigentlich immer der Fall sein wird, add one Synchro Spelltrap from your deck to your hand. Es gibt eine Menge Optionen, wie, ne? Ist halt einfach so. Das heißt, die Karte wird auf jeden Fall gespielt werden. Haben wir einmal Mirror Formation of the 10 Sacred Treasures. Das ist eine Karte, die ich einfach cool finde. Das ist wie Trade-In, nur für Level 10 Monster, vom Feld oder von der Hand. Und es muss nicht mal Level 10 Monster sein. Wir müssen nur auf Level 10 kommen. Das heißt, wir können auch mehrere Karten weglegen und dann zwei Karten ziehen. Das kann je nach Deck auch ziemlich gut sein. Das einzig Gute ist, diese Karte sendet und wirft nicht ab. Ja, das bedeutet im Endeffekt, das ist nicht in Dark World spielbar. Ganz wichtig. Dann haben wir noch einmal eine Altergeist Fallenkarte, die wollte ich immer zum Highlighten, weil ich die sehr cool finde. Target von Altergeist Link Monster in your Graveyard, Special Summon it. You can banish this card from your Graveyard immediately after this effect resolves. Normal Summon von Altergeist Monster. Du kannst jeden dieser Effekte in einer Runde benutzen und auch nur einen davon pro Runde. Das ist aber ziemlich gut, weil wir können die in Friedhof reinhauen und dann können wir eine extra Normal Summon von Altergeist Monster bekommen. Und Marionetta, das neue Ding, oder halt Melusik. Sind unglaublich gute Normal Summons. Das ist eine gute Karte. Ja, die Karte ist halt so gimmicky, aber ich fand die trotzdem erwähnenswert. Das ist einmal Kiriban, die sagt, if 10 or more cards and all effects have been activated this turn, special summon this card as an effect monster, Cyber's Dark Level 10, 3000, this card is also still a trap. If summoned this way, during your end phase, set this card in your spell and trap zone. Und dann setze ich auch wieder zurück. Once per turn, when your opponent activates a card or effect while this card is in the monster zone, quick effect. You can destroy as many cards they control as possible. Ich glaube, das ist für sehr viele Control-Decks spannend. Ich weiß nicht, wie gut das sein wird, denn ein Combo-Deck wird hier halt mehr als 10 Effekte oder Karten aktivieren. Das ist einfach so. Und ich finde das spannend. Das ist natürlich immer nur dann gut, wenn du First gehen kannst. Aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr coole Karte. Und ich wollte noch mal kurz erwähnen, wir haben noch mal hier Super Heavy Samurai Support. Lest euch die Karte durch, der Support ist nicht so schlecht, aber das Deck selber ist halt nicht mehr so gut ohne das Link 1 Monster. Und das war's auch schon. Duelist Nexus, unglaublich cooles Set. Ich würde es jetzt, glaube ich, nicht rein investieren, aber ich finde das ein gutes Set. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dann rein. Ciao, Leute.